gut, los geht's. Wir sind. Ach ja, wir haben ja noch gar nicht mit Garrus geredet. Wir sind bei Garrus und reden mal mit ihm. Commander, wie geht es Ihnen? Und schauen mal, ob es da was Neues gibt. Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich wollte gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und anderen helfen. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas damit zu tun hatte. Er gehörte zur Zitadell-Sicherheit. Er war einer der Besten. Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Heldentaten oder sah sein Bild nach einer großen Verhaftung auf den Videos. Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Er ist nicht beeindruckt, dass Sie Saren verfolgen? Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadell-Sicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen. Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Sie hätten ein Spectre werden können. Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ich hätte eine Spezialausbildung machen können, aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde Sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Nicht alle Spectres sind wie Saren, wissen Sie? Natürlich nicht. Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen. Den Regeln der Zitadell-Sicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Sie lernen schnell, Garrus. Wir werden ihn nach seinen eigenen Regeln schlagen. Das ist der einzige Weg, um jemanden wie ihn aufzuhalten. Ich stehe hinter Ihnen, Commander. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass ich abtrünnigen Punkte wieder bekomme, aber offenbar war das diesmal in Ordnung. In dem Fall sehe ich es tatsächlich mal so, weil er ja... Er kann sich dem Gesetz oder der Bestrafung durch das Gesetz entziehen und dementsprechend kann man auch keine Handhabe gegen ihn haben mit dem Gesetz. Brauchen Sie Vorräte? Dann muss man eben anders vorgehen. So, ah ja. Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben Lizenzen. Mit jeder Lizenz kann ich bestimmte Produkte kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar Lizenzen für einfache Produkte, aber wenn Sie andere Produkte wollen, müssen Sie andere Lizenzen kaufen. Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Was haben die anderen Hersteller im Angebot? Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht alle kenne. Aber jede Lizenz spezifiziert das betreffende Produkt. Okay, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber haben wir es halt auch nochmal mit abgearbeitet. Wenn wir es schon mal hatten, ist es halt doppelt, was soll's. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Gut, wir haben Ostgebieter 5, das wäre natürlich auch interessant. What? Wo kommt denn das ganze Geld her? Ist ja verrückt. Mensch, wir sind ja reich auf einmal, ist ja Wahnsinn. Die Skorpion 5, Skorpion 4, meine ich. Die würde mich schon interessieren. Und die ist auch ein ganzes Stück besser als die Explorer 3, die wir momentan tragen. Vor allem die Schilde, wow. Okay, die nehmen wir. Sehr gut. Hat jetzt natürlich einiges an Geld gekostet, leider. Aber das ist in Ordnung, denke ich. Schrotflinte Storm 3. Gut, hier unten ist dann halt nichts Besonderes, ne? Aber hier oben, die Skimitar 5, die reizt mich auch irgendwie. Ich weiß nicht. Aber das ist... Die ist halt auch, das ist halt ganz schön teuer, ne? Und so viel besser ist sie dann eigentlich auch nicht. Also ich meine, Schaden ist halt schon nochmal um 24 besser. Nee. Aber wir verkaufen mal ein bisschen noch was. Wir haben nämlich schon wieder Kram hier, Stufe 1, das ganze Zeug, das können wir alles wegpacken. Auch die Stufe 2 Upgrades, die benutze ich nicht. Ich werde immer die Stufe 3 Upgrades reinmachen und auch die Stufe 2 Waffen. Scheiß drauf. So, Stufe 3 lassen wir alles da. Und ein paar Sachen haben wir auch schon für die Stufe 4. Das ist auch schön. Gut, und da sind wir auch schon wieder bei 42.000. Also, es wird langsam mit dem Geld. Es wird langsam. Und dann kann man sich eben auch schon mal ein paar Sachen leisten und sich ein bisschen aufrüsten hier. Neue Rüstung, Skorpion rein. Sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Ich mag diese Tarnmuster nicht unbedingt.
Aber was soll's? Gut. Wir sind frisch ausgestattet. Haben wir irgendwas gehabt? Irgendwas wollte ich doch. Hier ist Scharfschützengewehr. Genau, da wollte ich die Equalizer reinmachen. Dit war's gewesen. Okay. Dann noch runter zu Tali. Mal schauen, ob es bei ihr was Neues gibt. Und wenn nicht, sind wir im Prinzip auch durch mit der Mannschaft hier. Oh, schön, gibt es nochmal einen Eintrag hier. Ja, mit Techniker brauchen wir eigentlich nicht mehr reden. Das ist, da wird es nichts Neues geben. Oh, hallo Shepard. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und Ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Norman, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können sie nachts gut schlafen? Hält sie die Stille vom Schlafen ab? Auf der Flottille bedeutete Stille Gefahr. Zum Beispiel, wenn eine Maschine oder ein Luftfilter ausfällt. Hier muss ich mir darüber wohl keine Sorgen machen. Aber diese Wachsamkeit ist eine alte Gewohnheit. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist wahr. Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Aber sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Gut, das hatten wir ja alles schon. Das ist nichts Neues. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Okay, haben wir also auch mit Tali noch ein bisschen gesprochen. Sie hat also ein bisschen Heimweh. Das ist natürlich traurig. Gut, wir haben, also ich finde es immer mal ganz schön, also zumindest nach den Hauptaufträgen sollte man mal bei der Crew vorbeischauen und sehen, ob sie nicht vielleicht was Neues zu sagen haben. Damit kann man halt auch die Beziehung vertiefen zu den Charakteren. Wie schon gesagt, eigentlich hatte ich vor, in diesem Teil hat man halt die Option, eine Romanze mit Ashley oder mit Liara anzufangen, als Mann. Eigentlich hatte ich ja vor, mit Ashley eine anzufangen, allerdings bin ich mir da noch nicht so sicher, weil ich diesmal halt auch knallhart meine Meinung kundtue, wenn sie mal irgendwelche Scheiße quatscht. Ich kann halt wirklich einfach mit Rassisten überhaupt nichts anfangen, also selbst in so einem Spiel, wo es halt eigentlich um andere Alienarten geht, was ja nun wirklich nichts, keinen Bezug zur Menschheit hat, kann ich mit rassistischem Gedankengut wirklich nichts anfangen und reagiere da allergisch drauf, ich weiß auch nicht. So, ich muss mal durchstreichen, dass wir Terum jetzt abgearbeitet haben. Moment, Terum ist weg, denn ich habe mir ja vorhin eine Liste gemacht, welche Planeten ich besuchen möchte. Gut, damit können wir nach Noveria gehen. So, auf nach Pax. Zum Frieden. Und dann besuchen wir nochmal Noveria. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nassana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Ja, die Dame hat uns schon vorher gesessen und ich hatte vorher schon versucht, mit ihr zu sprechen. Da wollte sie aber nicht mit uns sprechen. Jetzt also geht es. Ich wusste nicht mehr genau, ab wann sie einen Auftrag für uns hat. Wir fliegen wieder nach Noveria und ich weiß noch gar nicht, wen wir mitnehmen. Mal schauen. Am ehesten, also auf jeden Fall natürlich Liara. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich jetzt die Mission mit Liara vorne dran gestellt habe. Aber wenn ich als zweiten mitnehme, bin ich mir noch gar nicht so sicher. Eigentlich hätte ich ja zu Rex tendiert, aber wir haben mit Liara ja dann schon eine Biotikerin dabei, deswegen würde ich mir das vielleicht sparen. Dann wird es vielleicht doch wieder Garrus am Ende. Garrus ist halt doch, halt, das nehmen wir noch mit. Den Codex-Eintrag, muss ich mal schauen, wann ich die alle vorlese, da bin ich mir noch nicht so sicher. Jetzt gibt es ja auf einmal wieder überall was zum Anschauen.
Ist ja Wahnsinn. Hier auch Gefechtsstation. Okay. Schön, schön. Wir gehen dann mal nach draußen. Okay. Yara auf jeden Fall. Und Rex. Ja, ich denke, das sollte passen. Nehmen wir mit. Werden eingepackt und dann geht's los. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ich muss mal kurz schauen, ob die Asari eigene Rüstung haben oder ob die menschlichen... Was machst du da, Garrus? Ob die menschlichen Rüstungen tragen, das weiß ich nicht. Nee, die können nicht die menschlichen tragen. Okay. Hätte sein können. Auf jeden Fall will ich mal ganz kurz schauen, wie wir... Ohohoho! Bei Liara haben wir 38 Punkte zu vergeben. Was haben wir? Nachhaltigkeit für Biotikfähigkeiten, erste Hilfe, zusätzliche Schadenspunkte. Halt zusätzliche Schadenspunkte. Reduziert Nachladezeit für erste Hilfe. Ja, ja. Auf jeden Fall muss ich ja erstmal auf das hier gehen. So, was haben wir hier? Erweitertes Werfen, verbessert Wurfkraft. Ach komm, warum nicht? Heben. Projiziert eine mächtige Antischwerkraftsphäre. Alle in dem Bereich betroffenen Objekte und Wesen werden in die Luft gehoben. Ich glaube, ab dem zweiten Teil heißt das dann Stase, das Ganze. So, ich werde mal beides aktivieren und auch mal gut füllen. Okay, hier können wir noch auf die Singularität gehen. Ich nehme mal so viel wie möglich mit, damit wir einfach eine relativ große Auswahl haben. Barriere lasse ich jetzt mal sein. Ah ne, hier ist die Stase noch extra, okay. Dass die Ziele bewegungsunfähig macht. Dann wäre natürlich Barriere doch interessant, um die Stase einfach zu kriegen. Vielleicht lasse ich dann... Machen wir bei Singularität. Komm, wir machen mal so. Füllen wir hier noch auf. Und gehen dann auch mal auf die Stase noch ein kleines bisschen zumindest. Irgendwie klemmt es jetzt gerade. Ah, jetzt. Gut, bis zur erweiterten Stase ist dann vielleicht noch ein bisschen viel. Hier kommen noch Elektronik. Was ist denn Elektronik? Verbessert die Stärke der Schilde. Erhöht den wiederherstellbaren Anteil bei der Reparatur von Fahrzeugen. Das ist, können Objekte repariert oder kurz geschlossen werden? Aha. Überlastung, mit der die gegnerischen Schilder ausgeschaltet werden können. Ah! Sehr gut. Wird auf jeden Fall mitgenommen. Die Überlastung ist schon ziemlich praktisch. So, und dann gebe ich noch zwei auf Asari-Wissenschaftler. Schön. Shepard hat auch wieder zwei Punkte dazu bekommen. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Wann sind denn die Level-Ups gewesen? Ach stimmt, ich hatte kurz bevor ich gegen den Kroganer und die Geth gekämpft habe, einen gekriegt, ne? So, hier, was, motivierter Käufer? Besser einschüchtern? Ach so, das, ja okay, gut. So, hier ist voll. Spectre Training könnten wir weitermachen. Geht dann auf 90 Sekunden runter. Ist natürlich reizvoll, ne? Aber vielleicht gehe ich erstmal ein bisschen auf die Fitness. Oder die erste Hilfe. Ich bin mir noch unsicher. Kampfpanzerung haben wir dann erweiterten Schildboost, ne? Ah, hier, erweiterte Overkill, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit, dem Punkt. Ich dachte, den hätte ich schon mir geholt, aber gut. Und dann könnten wir ein bisschen auf die Pistole skillen, damit wir dann die Schrotflinte freischalten. Und dann das Blutbad. Ja, komm, das machen wir mal. Schütze erhöht Pistolenschaden und Präzision, reduziert die Möglichkeit von Überhitzung. Damit wir dann beim nächsten Mal schon die Schrotflinte anfangen können und dann relativ bald auch mal das Blutbad kriegen. Da bin ich scharf drauf, auf das Blutbad. So, Sturmgewehr machen wir mal hoch. Okay, was haben wir hier? Beim nächsten sicher Waffenschaden 50%. Könnte man machen, ne? Ich gehe erstmal hier drauf. Adrenalinschub ist nicht übel. So, Dämpfung können wir... Was war das? Ach, das war keine Tech- und Biotikfähigkeit. Ja. Oh, hier, das klingt gut. Da gehe ich mal ein bisschen drauf. Und dann machen wir mal noch einen auf. Komm, nehmen wir noch das Sturmangriffstraining. Wird Garrus mal ein bisschen im Angriff verstärkt. So. Und dann, ja, mal ein bisschen aus dieser Lüftung da weggehen. Das ist nicht schlecht für die Ohren. Weil so laut war es ja eigentlich nicht, aber es war schon so ein konstantes, störendes Geräusch. Gut, und dann können wir jetzt uns aufmachen zu Gipfel 15.
jetzt sind wir bereit dafür. Hier gibt es eigentlich nichts zu besprechen mit irgendjemandem. Wir haben die Karte für die Garage, die Zutrittskarte, und dort wird uns dann wieder eine Passage erwarten, in der wir mit dem Marco fahren können, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Fahren wir nach oben? Ich dachte mal, wir fahren nach unten. Na gut, fahren wir nach oben. Ist auch nicht schlecht. Ich dachte echt immer, wir kommen von oben nach unten, aber es ist andersrum. Okay. Lassen Sie sich nicht von der zivilisierten Umgebung täuschen. Das hier ist ein Ort voller Geheimnisse und Lügen. Ne, sag bloß. So, ich gehe mal ganz kurz hier bei Opal vorbeischauen. Wie kann diese Person Ihnen helfen? Zeigen Sie mir Ihre Waren. Natürlich. Weil wir hier auch nicht menschliche Panzerungen kaufen können. Und da haben wir bisher noch nichts weiter gekriegt, deswegen will ich da mal schauen, dass wir vielleicht irgendwas rankriegen. Wow, 76.000, ja natürlich. Auch hier 76, Alter, hast du denn nichts Billigeres? Die sind auch... Die kosten alle 76.000? Ach nee, das ist A, okay, ich wollte schon sagen. 57, was kostet denn... Ah, das ist eine leichte. Was trägt Garrus denn momentan? Garrus trägt Schadensschutz 5. Weil die hat auch plus 10, ne? Schilde 49, Schilde 150. Ich glaube, wir kaufen die trotzdem mal. Weil das. Also weil die andere so schlecht ist, dass es dann doch nötig ist. So. Wie kann diese Person Ihnen weg? Zeigen Sie mir Ihre Waren. Natürlich. Okay, Upgrades und Standardobjekte. Ich gucke nochmal bei Standardobjekte rein. Das ist dann Zeug für mich größtenteils. Die Avenger können wir uns natürlich nicht leisten. Titan 4, Titan, was auch immer. Oh, ich habe bloß noch 23.000, sehe ich gerade. Die wird aber auch nicht besser sein, oder? 57, 180, oh doch. Naja gut, beim Schadensschutz, aber nicht bei den Schilden. Gut, bleiben wir bei dem, was wir haben. Hier können wir natürlich noch Schrotflinte und so weiter und so fort schauen. Ist die natürlich besser, aber ich will kein Geld dafür ausgeben für eine Schrotflinte. Ah, wir haben ja aber noch Lizenzen. Die nehme ich noch mit. Habe ich die zweite schon gekauft? Da waren noch zwei. Oh, scheinbar. Wer weiß. Was? Achso, nein, will ich ja gar nicht. Okay. Noch kurz die... Wie kann diese Person... Ich schaue mich nur mal um. Diese Person wartet auf ihre Rückkehr. Das wollte ich gar nicht. Du darfst die Waffe wieder wegstecken, dankeschön. Wie kann diese... Zeigen Sie mir Ihre Waffe. Das wollte ich eigentlich. Natürlich. Und dann auch nochmal in die Upgrades schauen. So, was haben wir hier? Granaten-Upgrade, Fusionssprengsatz 4. Könnte man machen. Was ist das? Gegen eine synthetische. Ach nee. 100 Schilde. Viel zu teuer. Okay, lassen wir das. Konnten wir zumindest ein bisschen was noch holen und müssen natürlich auch mal Garrus damit ausrüsten, mit der neuen Rüstung. Zack. Jetzt ganz in schwarz. Ist natürlich immer noch nicht geil, weil es immer noch eine leichte Rüstung ist, aber schlechter als vorher konnte es nicht mehr sein. Also die war ja noch die Startrüstung, die Garrus am Anfang schon getragen hat. Und damit verträgt er natürlich nichts. Ist halt noch ein bisschen ungünstig, dass momentan das Geld noch nicht so locker sitzt bei mir. Was natürlich auch daran liegt, dass ich mir jetzt erst meine Rüstung gekauft habe. Die hat natürlich auch ganz schön finanziell reingehauen. So, hier müssen wir nicht mehr hoch, da geht's ja bloß zu Sin IQ. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Er war korrupt. Tja, das sind die meisten hier. Wenn Sie sie doch nur alle verhaften könnten. Was kann ich heute für Sie tun? Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Gut, ich wollte nur noch mal seinen Kommentar dazu hören. Ich dachte mir schon, dass er irgendwas zu sagen hat. Und du so? Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Im Aleutstal? Interessanter Name. So, ich ziehe schon mal so ganz ohne Vorgedanken meine Waffe oder ganz ohne Hintergedanken. Wusste ich natürlich gar nichts von, dass hier ein Unterhalt dauert. Gut, die Bastarde kennen wir ja schon. Jetzt also auch hier. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchen waren.
Okay, vielleicht kommen die noch ein Stück ran. Ansonsten warte ich einfach noch einen Moment. Okay. Wow, der kommt aber auch schnell angeprescht hier. Der kleine Mistsack. Sehr gut, das war doch eine elegante Lösung gerade. So, dann mache ich mir vielleicht mal den Overkill rein. Liara darf mal werfen. Gefällt mir gut. Okay, der kleine Pirscher ist noch da. Wow. Was zum... Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sich... Schon wieder abgehackt. Das ist echt schade, dass die Tonspuren dann immer so abgehackt werden. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Ich? Ich bin hier das Opfer. Die Geht griffen uns an. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Venezia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geht erfahren, geraten sie in Panik. Okay. Sie hat's nicht einfach, die Maiko. Das ist natürlich schon nicht so schön für sie. Gut, hier haben wir einen Marco rumstehen. Der ist aber irgendwie zugebaut. Ach, da vorne. Okay. Hier haben wir aber noch... Was war das? Ach, das war wieder bloß so ein Explosivding, das wir zerschießen können. Gut, scheint ja auch nichts zu geben für uns. Dann gehen wir mal nach vorne und unser Marco wurde schon bereitgestellt. Den werden wir uns dann mal schnappen. Also ich nehme zumindest mal an, dass das unserer ist. Und los geht's!